Bei einer Achterbahn sind meist mehrere Wagen miteinander verbunden. Sie können sich während der Fahrt gegenseitig anschieben oder hinter sich herziehen. In unserem Beispiel rollt Wagen 1 über den Abhang und zieht die anderen Wagen hinter sich her. An der Kuppe hat Wagen 5 die höchste Geschwindigkeit, da alle anderen Wagen ihn hinter sich herziehen und beschleunigen. Hier sind folglich auch die auftretenden negativen G-Kräfte am stärksten und heben die Insassen aus ihren Sitzen. Man spricht von Airtime. Vor allem bei Achterbahnen mit vielen Wagen und vielen Airtime-Elementen ist die Fahrt daher hinten tatsächlich aufregender.